Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen eine wichtige Frage besprechen. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Gewissen? Kommt es darauf an, dass Sie eine Gewissensüberzeugung haben? Ist es wichtig für Gott, dass Sie Ihrer Gewissensüberzeugung gemäß handeln? Aber dann auch gefragt, wie können Sie sicher sein, dass Ihre Gewissensüberzeugung mit den Gesetzen Gottes im Einklang steht? Muss Ihr Gewissen geformt, geleitet, herausgebildet werden im Hinblick auf Gott und was er von Ihnen erwartet? Um ein krasses Beispiel zu nennen. Denken Sie an einen Kannibalen, der in einer Umgebung groß geworden ist, wo ihm beigebracht worden ist, dass es richtig ist, andere Menschen zu töten und dann deren Fleisch, deren Gehirn, deren Herz zu verzehren. Der würde also gegen seine Gewissensüberzeugung handeln, wenn er es nicht täte. Aber wir sehen ja doch sofort an diesem etwas sehr krassen Beispiel, dass irgendetwas falsch sein muss mit dieser Logik, dass man unter allen Umständen seinem Gewissen folgen muss, was auch immer uns das Gewissen gebietet. Wie würden Sie Gewissen definieren? Das DTV-Lexikon hat folgende Definition. Gewissen ist das persönliche Bewusstsein vom sittlich Guten, die Fähigkeit der moralischen Selbstbeurteilung. Seinen Ursprung hat das Gewissen im Bewusstsein der Bestimmungsgründe des eigenen Verhaltens, seiner Ziele und vorhersehbaren Folgen, in Verbindung mit dem Bewusstsein, dieses Verhalten frei bestimmen zu können. Und dann wird Gewissensfreiheit im DTV-Lexikon wie folgt beschrieben. Das dem Einzelnen staatlich gewährleistete Recht, sich durch Berufung auf das Gewissen von äußerem Zwang zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen zu befreien. Doch wiederum gefragt, worauf basiert das Gewissen? Was ist sein Fundament? Oder worauf sollte es für Christen basieren? Schauen Sie, Sokrates sprach von einer als göttlich empfundenen Stimme, die ihn warnte, Unrechtes zu tun. Das DTV-Lexikon beschreibt dies als Dämonion. Nun, da leitet sich ja das Wort Dämon von ab. Und wir wissen vielleicht auch, dass Friedrich Nietzsche vorgegeben hat, dass ein Dämon ihm erklärte, was er niederzuschreiben hatte in seinen Werken. Und wir wissen ja auch, dass Nietzsche ursprünglich dann schon merkwürdige Ideen vertreten hat und schließlich total verrückt geworden ist. Es wird auch gesagt, dass Hitler von einem Dämon beeinflusst wurde und dass er schon in frühen Jahren die Vorstellung hatte, dass er etwas Gewaltiges in Deutschland und in der ganzen Welt schaffen würde. Sokrates hatte also diese innere Stimme, diesen Dämon, der ihm sagte, was zu tun sei. Doch konnte Sokrates wirklich sicher sein, dass diese innere Stimme göttlich war, wie er sagte? Und konnte er wirklich auch sicher sein, dass das, was von dieser Stimme ihm als Unrecht erklärt wurde, dann auch wirklich Unrecht war? Nun, Paulus spricht in seinen Briefen viel vom Gewissen. Aber wir werden auch sehen, worauf das Gewissen, von dem er spricht, basierte. Zunächst im 2. Timotheusbrief in Kapitel 1 und in Vers 3 lesen wir eine interessante Aussage. 2. Timotheus, Kapitel 1 und in Vers 3. Da sagt Paulus, ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen. Er hatte also ein reines Gewissen, aber wie auch das zu verstehen ist, wir werden noch sehen, worauf er sich hier bezieht. Schauen wir uns nun eine weitere Stelle an in 2. Korinther Kapitel 1 und lesen wir Vers 12. 2. Korinther Kapitel 1 und in Vers 12. Da sagt er, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes, unser Leben in der Welt geführt haben
und das vor allem bei euch. Wir sehen hier einen Zusammenhang zwischen seinem Gewissen und der Gnade Gottes und der göttlichen Lauterkeit. Lukas zitiert Paulus in der Apostelgeschichte wiederholt, dass ihm ein Leben mit gutem oder reinem Gewissen wichtig war. Schauen wir uns dies in Apostelgeschichte Kapitel 23 einmal näher an. Apostelgeschichte 23 und in Vers 1. Apostelgeschichte 23 und Vers 1. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Und dann auch in Apostelgeschichte 24 und in Vers 16. Apostelgeschichte 24 und in Vers 16. Darin übe ich mich, sagt Paulus, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Mit anderen Worten, Paulus macht deutlich, dass seine Liebe zu Gott und zum Mitmenschen einem guten, einem unverletzten Gewissen entspringt. Aber auch hier der Zusammenhang wird deutlich zwischen dem Gewissen des Paulus und Gott. Schauen wir uns dies in 1. Timotheus Kapitel 1 einmal näher an. 1. Timotheus Kapitel 1 und in Vers 5. Vielleicht haben Sie gar nicht gewusst, meine Damen und Herren, wie viel die Bibel vom Gewissen zu sagen hat. Aber auch hier wiederum muss man darauf hindeuten, dass das Gewissen kein Selbstzweck sein muss und sein kann, sondern es ist ein Gewissen, das im Einklang steht, wie wir noch sehen werden, mit dem göttlichen Willen. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 5. Da heißt es, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Und schließlich betont Paulus auch die Wichtigkeit eines guten Gewissens im Hinblick auf unser Verhältnis zum Staat, zur staatlichen Behörde. In Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13 und Vers 5. Römer Kapitel 13 und Vers 5. Und er spricht hier von der Tatsache zum Beispiel, dass wir Steuern zahlen müssen, dass wir der Obrigkeit untertan sein müssen, auch in anderen Dingen. Er sagt in Vers 5, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Und dann sagt er weiter im nächsten Vers, deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Also hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Zahlen von Steuern und einem guten Gewissen. Paulus spricht aber auch von denen, die ihrem Gewissen zuwider handeln. In 1. Timotheus lesen wir im 4. Kapitel die Verse 1 und 2. 1. Timotheus Kapitel 4 und die Verse 1 und 2. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Nun, es gibt unterschiedliche Erklärungen, was jetzt mit diesem Brandmal gemeint ist. Der Kommentar von Rienecker schreibt, dass das Gewissen für jene Lügenredner eine ständige Mahnung ist, dass manche Sünden für ein ganzes Leben ein Mahlzeichen oder ein Brandmal im Gewissen des Menschen hinterlassen. In jedem Fall haben diese Lügenredner kein gutes Gewissen, das von toten Werken gereinigt ist oder zu guten Werken motiviert. Vielmehr verführen sie oder führen sie tote Werke aus, zum Beispiel die Werke der Lügenrede. Für sie gilt eben nicht, was Paulus uns sagt im Hebräerbrief Kapitel 13. Schauen wir uns dies kurz an, Hebräer Kapitel 13 und Vers 8.
in Hebräer 13 und in Vers 8. Da sagt Paulus nämlich über sich selbst und über die, die ihm nachfolgten: Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Also Paulus hatte kein Brandmal in seinem Gewissen, wie dies diese Lügenredner hatten. Es ist sogar interessant, was Paulus über Heiden sagt, die zum Beispiel das schriftliche Gesetz Gottes nicht hatten, denen wurde das ja nicht gegeben, aber die aufgrund ihrer Werke so lebten, als ob sie das Gesetz Gottes hätten. Schauen wir uns das einmal in Römer Kapitel 2 an. Römer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Römer Kapitel 2 und die Verse 14 und 15. Denn wenn Heiden, die das Gesetz, also das schriftliche Gesetz, nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Schauen Sie, diese Heiden, die das schriftliche Gesetz nicht hatten, lebten aber in gewisser Weise nach dem Gesetz von Natur aus. Die wussten, dass es zum Beispiel nicht richtig ist, jemanden anderen zu töten oder Ehebruch zu begehen oder andere Gesetze Gottes zu übertreten. Aber wir sehen den Zusammenhang wiederum. Den Zusammenhang zwischen dem Gewissen und dem Gesetz Gottes. Darauf kommt es an. Eine Gewissensüberzeugung, die dem Gesetz Gottes widerspricht, kann nicht richtig sein, muss verändert werden. Hermann Hesse hat einmal Interessantes Folgendes gesagt: Nach meiner Erfahrung lassen immer nur jene Gewissen sich anrufen und schärfen, die ohnehin schon wach sind. Jemand, der kein Gewissen hat, macht sich auch kein Gewissen aus seinen Handlungen. Aber wenn unser Gewissen schon wach ist, dann kann es verschärft werden. Dann kann es angesprochen werden. Dann meldet es sich, wenn wir etwas tun, was falsch ist, was gegen Gottes Gesetz verstößt. In 1. Samuel, Kapitel 24, finden wir ein Beispiel des Gewissens von David. 1. Samuel, Kapitel 24 und Vers 6. Da hatte David etwas getan, was nicht richtig war. Und nun lesen wir die Reaktion. Es heißt in 1. Samuel Kapitel 24 und Vers 6: Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Das war auch symbolisch zu verstehen. Der Saul war in der Höhle, in der auch David war, ohne dass Saul dies wusste. Und David hat sich dann an Saul herangemacht und hat ihm einen Zipfel des Rocks abgeschnitten. Vielleicht auch mit der Idee, dass er ihm zeigen wollte, dass er ihn töten konnte. Vielleicht hatte er auch schon eine gewisse Hassreaktion hier. Wie auch immer, es heißt, das Herz des David schlug ihm. Oder die Zürcher Bibel übersetzt genauer: Danach schlug ihm das Gewissen, sein Gewissen, weil er gegen seine Gewissensüberzeugung gehandelt hatte. Wir lesen ein weiteres Beispiel in 2. Samuel, Kapitel 24. 2. Samuel, Kapitel 24 und in Vers 10. Da hat der David sein Volk gezählt. Offensichtlich in der Absicht, entweder herauszufinden, wie viel Männer er hatte in seiner Armee, um sich gegen Feinde verteidigen zu können oder aber um selbst einen Krieg beginnen zu können. Und dann heißt es hier in 2. Samuel 24 und Vers 10: Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Unter anderem auch deshalb, weil er sein Vertrauen jetzt in seine Armee setzte und nicht in Gott. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Nun, auch hier übersetzt die Zürcher Bibel: Aber das Gewissen schlug David, nachdem er das Volk gezählt hatte. Und schauen wir uns ein drittes Beispiel an, in 1. Samuel, Kapitel 15. In 1. Samuel, Kapitel 15
und Vers 31. Aber schauen Sie, das Gewissen konnte David deshalb nur schlagen, weil er eine Gewissensüberzeugung hatte, die auf dem Gesetz Gottes beruhte. In 1. Samuel 15 und Vers 31 wird er aufgefordert, sehr überlegt zu handeln. Und es heißt hier, und ich übersetze jetzt aus der Zürcher Bibel, so wird dir das kein Anstoß noch ein Gewissensvorwurf sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen und dir mit eigener Hand geholfen hättest. Auch hier wird betont, dass wenn er richtig handelt, wird er keinen Gewissensvorwurf spüren. Das ist eine ganz andere Reaktion als die, die Hiob hatte vor seiner Bekehrung. Wir hatten uns ja mit dem Hiob in vergangenen Predigten befasst, aber schauen wir uns kurz noch einmal Hiob Kapitel 27 an. Und in Vers 6, der musste ja sehr stark leiden und es gab auch Gründe dafür, nur die Freunde, die konnten ihm diese Gründe nicht mitteilen. Und so sagt er hier in Hiob Kapitel 27 und in Vers 6, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Also er war selbst gerecht. Es ging nicht um die Gerechtigkeit Gottes, sondern es ging um seine Gerechtigkeit. An der wollte er festhalten. Schauen Sie, wie es weitergeht. Mein Gewissen weist mich nicht wegen eines meiner Tage. Also der hatte in dem Zusammenhang hier noch keine Reue. Der schaute auf sein Gewissen, auf seine Gerechtigkeit. Er hatte nicht erkannt, dass da etwas fehlte in seinem Leben, was bereut werden musste. Erst zum Schluss sagte er, jetzt habe ich dich wirklich erkannt, Gott, ich habe dich wirklich gesehen, jetzt bereue ich. Aber das war vorher nicht der Fall. Doch wie erhält man dieses Gewissen, von dem Paulus spricht, dieses unverletzte Gewissen vor Gott und den Menschen? Nun, wenn es ein Gewissen ist, das unverletzlich ist vor Gott, dann muss dieses Gewissen letztendlich von Gott kommen. Gott durch seinen Heiligen Geist muss uns ein solches reines, gutes, göttliches Gewissen geben. Er muss dazu beitragen, dass wir ein solches Gewissen in unserem Leben entwickeln. Das heißt, unser Gewissen muss im Einklang stehen mit Gott, mit dem, was Gottes Geist in uns lehrt. Römer Kapitel 9 und Vers 1 macht dies deutlich. Wir sehen also hier, dass die Idee, dass man unabhängig von Gott lediglich seinem Gewissen folgen kann und dann auch trotzdem von Gott anerkannt ist, keineswegs dem entspricht, was die Bibel sagt. Römer Kapitel 9 und Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Auch hier der Zusammenhang zwischen unserem Gewissen und dem, was der Heilige Geist uns lehrt. Etwas Ähnliches finden wir in 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 21. Denn wie kann man den Heiligen Geist Gottes erhalten? Unter anderem dadurch, dass man sich taufen lässt, als Erwachsener taufen lässt, nachdem man Reue gespürt hat, Reue entwickelt hat in seinem Leben dafür, dass man das Gesetz Gottes übertreten hat. Und dann natürlich auch, dass man das Opfer Jesu Christi anerkennt, der für uns gestorben ist, sodass wir Vergebung unserer Sünden erhalten können. Etwas, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Und hier in 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 21 geht Petrus hierauf ein. Und wie das im Zusammenhang steht mit einem guten Gewissen. Er sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib gewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Christi. Nun, was hat die Auferstehung Christi damit zu tun? Weil Christus unser Lebensretter ist, der in uns leben muss durch den Heiligen Geist, den wir erhalten bei der Taufe. Christus ist nicht tot im Grab, sondern er ist auferstanden. Er ist unser lebendiger Hohepriester, der in uns lebt, der in uns wohnt, der uns anleitet, Richtiges zu tun, der uns mehr und mehr dazu verhilft, ein richtiges, gutes, gottwohlgefälliges Gewissen zu entwickeln. Auch im Hebräerbrief wird näher darauf eingegangen, dass man ein gutes Gewissen erhalten kann und wie. Und zunächst wird deutlich gemacht, wie man kein gutes Gewissen erhalten kann, wie die alten Israeliten zum Beispiel
kein gutes Gewissen erhalten konnten. Nun, denen war auch der Heilige Geist im Großen und Ganzen nicht angeboten worden. In Hebräer Kapitel 9 wird zum Beispiel auf das Opfergesetz eingegangen. Die Israeliten, die mussten ja, wenn sie gesündigt hatten, Opfer erbringen, um dadurch wieder in eine Verbindung gelangen zu können mit Gott. Es ging nicht um Sündenvergebung, Opfer konnten keine Sünden vergeben, aber es ging darum, dass man wieder eine Verbindung haben konnte, eine Beziehung. In Hebräer Kapitel 9 und Vers 9, da heißt es, angefangen in Vers 8, um den Zusammenhang zu sehen, damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe, der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, und als Paulus dies schrieb im Hebräerbrief, wurden ja noch die alttestamentlichen Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Schauen Sie, der Grund des Hebräerbriefes war auch der, um damals den Juden zu zeigen, dass die Opfer abgeschafft worden sind durch den Tod Jesu Christi und dass sie nicht mehr notwendig waren. Und hier spricht er auch davon, dass natürlich später dann der Tempel zerstört werden würde und die Opfer würden gar nicht mehr weiter erbracht werden, aber das war auch nicht notwendig. Denn Opfer konnten niemand zu einem vollkommenen Gewissen bringen. Was kann uns dazu bringen, ein vollkommenes, ein göttliches Gewissen zu haben? Schauen wir uns Hebräer 9 und Vers 14 an, denn Paulus gibt hier uns die Antwort. In Vers 14 von Hebräer 9. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Nicht die Opfer unter dem alten Bund, sondern Christi Opfer unter dem neuen Bund kann zu einem guten, gereinigten, vollkommenen Gewissen führen. Wie? Hebräer 10 und Vers 22. Hebräer 10 und Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Auch hier wiederum eine Bezugnahme auf die Taufe. Aber wir können gereinigt werden von einem bösen Gewissen, von einem Gewissen, das uns zeigt, wenn wir zur Reue kommen, dass wir nicht so gelebt haben, wie wir hätten leben sollen. Aber Christus kann uns reinigen. Schauen Sie, nicht nur Sünden vergeben, sondern uns auch reinigen von einem bösen Gewissen und in uns ein gutes Gewissen entwickeln zu können. Schauen Sie, Christus starb für uns, sodass wir von unserem bösen Gewissen loswerden können, sodass unser Gewissen von den toten Werken gereinigt werden kann, sodass unser Gewissen vollkommen werden kann. Nun, uns obliegt es an Christi Opfer zu glauben, es für uns in Anspruch zu nehmen, und wir stellen dies durch die Taufe unter Beweis. Und das macht Paulus ja auch und Petrus ja auch deutlich, wie wir gesehen hatten im 1. Petrusbrief. Petrus machte auch deutlich in dieser Stelle, die wir eben gelesen hatten, in 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 21, dass wir Gott um ein gutes Gewissen bitten sollen, und zwar durch die Auferstehung Christi. Mit anderen Worten, Christus, der in uns durch seinen Geist lebt, wie wir dies auch im Römerbrief lesen, in Kapitel 9, Vers 1, reinigt uns kontinuierlich von einem bösen Gewissen. Er reinigt uns von diesem bösen Gewissen und schafft dadurch in uns ein gutes Gewissen. Im 1. Johannesbrief wird noch mehr darauf eingegangen. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 19 und 20. In 1. Johannes Kapitel 3, angefangen Vers 19, lesen wir, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz, oder man kann auch übersetzen, unser Gewissen, vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz oder unser Gewissen verdammt, Gott größer ist als unser Herz oder unser Gewissen und er kennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz oder unser Gewissen nicht verdammt,
so haben wir Zuversicht zu Gott. Und wenn uns unser Gewissen verdammt, weil wir etwas Falsches getan haben, dann können wir Vergebung für die Sünde erlangen durch den Opfertod Jesu Christi und können dann wiederum zu einem guten Gewissen gelangen. Schauen Sie, dieser Prozess der Gewissensreinigung findet nur statt, kann nur stattfinden, wenn Jesus Christus in uns lebt. Wir lesen dies in Titus Kapitel 1 und Vers 15. Titus Kapitel 1 und Vers 15. Da heißt es nämlich, dem Reinen ist alles rein, dem Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Das geht ja nicht um das Essen von reinen oder unreinen Tieren, es geht um unser Gewissen. Wenn wir uns Dinge anschauen, die objektiv gesehen neutral sind, wenn wir eine reine Gesinnung haben, dann sind diese Dinge nicht schädlich. Aber wenn wir schon ein unreines Gewissen haben, dann schauen wir uns diese Dinge an und für die sind dann uns auch diese Dinge unrein oder schädlich, weil wir eben keine objektive Balance kennen. Und schauen Sie, wenn wir uns darum bemühen, unserem guten Gewissen zu folgen, dann kann es auch dazu kommen, dass andere auf uns achten. Dass andere sehen, dass wir wirklich ernstlich den göttlichen Lebensweg gehen wollen. In 1. Petrus Kapitel 3 lesen wir hierzu eine interessante Stelle. Im 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 15 und 16. Es geht also darum, nicht nur zu wissen, was richtig ist und was falsch ist, sondern auch dann zu tun, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn wir das tun, dann werden andere auch mit der Zeit auf uns aufmerksam werden. In 1. Petrus Kapitel 3, angefangen in Vers 15, heißt es: Heiliget aber den Herrn Christus in euren Herzen. In anderen Worten, gestattet es, dass Christus in euch lebt, dass Christus euer Gewissen formt. Seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, mit unseren Worten anderen zu erklären, woran wir glauben, sondern dies auch unter Beweis zu stellen durch unsere Taten, sodass wir ein gutes Gewissen haben, sodass wir nicht verurteilt werden können dafür, dass wir zwar etwas sagen, es aber dann selbst nicht tun. Und wie gesagt, dies kann dann zu der Erkenntnis führen, und zwar in anderen, dass wir unserem Gewissen folgen, dass uns unser gutes Gewissen motiviert, und zwar ein Gewissen, das von Gott geprägt wird. In 2. Korinther Kapitel 5 lesen wir Vers 11. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 11. Da heißt es, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Schauen Sie, weil Paulus so lebte, wie er lehrte, ging es dann auch darum, dass in anderen vielleicht eine ähnliche Gewissensüberzeugung geformt werden könnte, auch so zu leben, wie Paulus lebte. Schauen wir uns auch in 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 2 die folgende Stelle von Paulus an. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 2. Er sagt, wir meiden schändliche Heimlichkeit. Also er tat nicht etwas im Dunkeln, was das Licht nicht offenbaren sollte. Wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung und Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott.
Also er empfahl sich nicht nur den Menschen, sondern dem Gewissen der Menschen. Wieso? Indem er davon ausging, dass auch bei den Menschen eine gewisse Gewissensüberzeugung geformt werden könnte, wenn sie sehen würden, wie er lehrte und lebte. Und zwar aufgrund seiner Gewissensüberzeugung lebte, die im Einklang stand mit dem Gesetz Gottes. Wir haben also bislang gesehen, dass wir mit gutem, unverletztem Gewissen gegenüber Gott und dem Menschen leben sollen. Wie aber verhält es sich nun, wenn unser Gewissen, dass Gott untertan sein will, in eine Konfliktsituation mit Normen gerät, die von Menschen stammen? Hermann Hesse hat dies einmal sehr interessant beschrieben. Und zwar in einem Brief aus dem Jahre 1956. Ich möchte dies kurz einmal vorlesen. Er schreibt, das Leben wird Sie von selbst in die Lage bringen, wo die Problematik auch der bestgefügten Ordnungen sich zeigt. Um ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Sie könnten als Soldat eingezogen und ausgebildet und irgendeinem Feind gegenübergestellt werden. Dann werden Sie Ihren Priester, Ihre Kirche, Ihr Vaterland auf Ihrer Seite haben, wenn Sie den Feind totschießen. Sie werden zugleich aber das göttliche Verbot des Tötens gegen sich haben. Es wird dann Sache Ihres Gewissens sein, ob Sie die Gebote Gottes oder die der Kirche und des Vaterlandes befolgen sollen. Gott sagt, du sollst nicht töten. Er sagt nicht, du kannst im Krieg töten. Wenn ein Christ dies verstanden hat und auf seiner Gewissensüberzeugung beruhend sich weigert, ein Soldat zu werden, dann kann das natürlich zu sehr schweren Konsequenzen seitens des Staates führen, vor allen Dingen im Krieg. Aber die Frage ist, wird er seinem Gewissen gehorchen oder den Anforderungen des Staates? Diesen Gewissenskonflikt ansprechen, zumindest diesen potenziellen Gewissenskonflikt, sagt Paulus etwas sehr Grundsätzliches im Kolosserbrief, in Kapitel 2 und Vers 16. Kolosser Kapitel 2 und Vers 16. Er sagt hier, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Nun, einige meinen, dass Paulus hier den Kolossern gesagt hätte, ihr braucht jetzt den Sabbat nicht mehr zu halten, ihr braucht jetzt die heiligen Tage nicht mehr zu halten, ihr könnt jetzt ruhig unreines Fleisch essen und wenn ihr das tut, dann sollt ihr euch kein Gewissen machen lassen von denen, die euch sagen, dass ihr es weiterhin nicht tun dürft oder vielmehr, dass ihr die heiligen Tage halten müsst. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier gesagt hat. Und ich habe dies in einer vorangehenden Predigt mit ihnen besprochen. Paulus sagt genau das Gegenteil. Paulus sagt den Kolossern hier, ihr haltet ja den Sabbat, ihr haltet ja die Feiertage, ihr esst nach wie vor kein unreines Fleisch, lasst euch kein Gewissen darum machen, wenn jetzt andere kommen und sagen, oh, ihr dürft das ruhig tun, ihr dürft jetzt ruhig den Sabbat übertreten, ihr braucht den nicht mehr zu halten. Er sagt, lasst euch kein Gewissen von anderen darüber machen, was ihr tut, dass ihr das Gesetz Gottes erhaltet. Denn es gibt nirgendwo in der Bibelstelle im Alten und im Neuen Testament eine Stelle, die uns sagt, dass wir jetzt frei davon seien, den Sabbat oder die heiligen Tage zu halten. Wenn Sie also, meine Damen und Herren, aufgrund Ihrer Überzeugung den Sabbat oder die heiligen Festtage weiterhin halten zu müssen, gewisse Speisen meiden zu müssen, wenn Sie deshalb Verfolgung erleiden, dann befinden Sie sich in der Kategorie, von der Petrus spricht, in 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 19 und 20. Denn die Verfolgung besteht nicht darin, dass jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagen wird, Sie müssen weiterhin den Sabbat halten. Die Verfolgung besteht darin, dass Sie den Sabbat halten und Menschen kommen zu Ihnen und sagen, Sie brauchen das nicht zu tun. Sind Sie auch nicht verrückt, in diesem 21. Jahrhundert hier in Deutschland den Sabbat zu halten? Aber was sagt Petrus uns? In 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 19 und 20. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht.
Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt, aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Aber schauen Sie, was er sagt. Es ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt. Unser Gewissen, das uns sagt, wir müssen nach wie vor den Sabbat halten. Und wir werden deshalb jetzt von anderen verfolgt, die das nicht so sehen wollen. Paulus warnt dem gegenüber, und ich erwähne dies jetzt nur im Titusbrief in Kapitel 3 und Vers 9, sich von Zeit und von Zank und Streit über das Gesetz fernzuhalten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir versuchen sollen, alle dahingehend zu bekehren, dass die alle den Sabbat halten sollen. Denn wir verstehen, diese Erkenntnis, diese Erfahrung kann nur von Gott kommen. Gott muss einem diese Überzeugung geben. Und all ihre klugen Reden werden nicht dazu führen, dass jemand, der den Sabbat nicht halten will, zum Beispiel den Sabbat halten wird. Wie sieht es nun aber aus mit jemandem, der überzeugt ist, etwas Bestimmtes tun zu können, was ein anderer für verboten hält? Angenommen, die konkrete Tat ist sogar von Gott ausdrücklich genehmigt. Wie sollte sich dieser Christ nun gegenüber seinem Bruder, der noch schwach im Glauben ist, verhalten? Sollte er versuchen, ihn auf jede denkbare Art und Weise durch Überredungskünste von der Schwäche seines Glaubens zu überzeugen und natürlich dann ihm seine eigene Erkenntnis in Anführungszeichen aufzuzwingen? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, gibt uns Paulus ein sehr interessantes Beispiel. Und ich möchte jetzt kurz die Verse 1 bis 13 im Zusammenhang lesen. 1. Korinther, Kapitel 8, angefangen in Vers 1. Es geht hier um das Prinzip des Götzenopferfleisches, aber das Prinzip ist natürlich auch auf andere Dinge anwendbar. 1. Korinther 8, angefangen in Vers 1, und ich lese bis Vers 13. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt haben, essen es als Götzenopfer, und dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Der Zusammenhang ist Essen von Götzenopferfleisch. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Warum? Nun, weil er sein Gewissen übertritt. Das Gewissen, das ihm sagt, man soll kein Götzenopferfleisch essen, weil dies zur Anerkennung oder Anbetung von Götzen dienen könnte. Wie das dieser Schwache im Glauben noch sehen wird. Und so sagt er hier in Vers 12, wenn ihr aber so sündigt an dem Bruder und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen. Der Zusammenhang ist wiederum Götzenopferfleisch, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Schauen Sie, dies zeigt eine vom Geist Gottes motivierte Einstellung der Liebe. Obwohl Paulus davon überzeugt war, dass er Götzenopferfleisch essen konnte, wollte er davon Abstand nehmen, wenn dies dazu führen würde, dass andere ihn nachahmen könnten, dadurch aber ihr schwaches Gewissen verletzt werden würde. Und Paulus sagt, wenn wir dies tun, dann sündigen wir an unserem schwachen Bruder.
Der gleiche Gedanke findet sich auch in 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 25 bis 29. 1. Korinther Kapitel 10, angefangen in Vers 25. Alles, was aus dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst. Nun, es geht jetzt nicht hier darum, dass man jetzt unreines Fleisch essen kann. Es geht wiederum um den Zusammenhang des Götzenopferfleisches. Es ging jetzt darum, dass man nicht nachforschen sollte, ob dieses Fleisch, was auf dem Fleischmarkt verkauft wurde, Götzen geopfert worden war oder nicht. Er sagt also, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Nun, zunächst einmal, wie wir sehen werden, spricht er auch hier wiederum von dem Essen von Götzenopferfleisch. Und dann spricht er nicht von seinem eigenen Gewissen, denn sein eigenes Gewissen hatte ihm ja nicht gesagt, er dürfe es nicht mehr essen. Er spricht jetzt von dem Gewissen anderer, von denen, die ihm zusehen würden, was er tun würde. Vers 28. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, schauen Sie, darum ging es, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Schauen Sie, es geht darum, dass man eben aufpassen muss, dass man nicht das Gewissen eines anderen beschwert, dadurch, wie man lebt. Wenn ich jetzt Götzenopferfleisch esse, obwohl ich weiß, dass der andere ein Problem damit hat, dann würde ich damit das Gewissen des anderen beschweren. Dieselbe Ermahnung findet sich auch im Römerbrief, in Kapitel 14, die Verse 21 bis 23. Und hier weist Paulus allerdings auch auf die Bedeutung des eigenen Gewissens hin. Römer 14, angefangen in Vers 21, da sagt er, es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Mit anderen Worten, wenn wir etwas tun, was unserer Gewissensüberzeugung widerspricht, dann, so Paulus, sündigen wir. Die Gewissensüberzeugung wiederum muss allerdings im Einklang stehen mit dem Gesetz Gottes. Sie darf natürlich dem Gesetz Gottes nicht zuwiderlaufen. Anstatt den Schwachen im Glauben abzuweisen, zumindest so lange, bis sein Glaube stark genug ist, so zu denken und so zu handeln wie wir, sagt uns Paulus im Römer Kapitel 14 und Vers 1, Römer Kapitel 14 und Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt an. Römer 14 und Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Und die Anmerkung sagt hier, dass die alte Lutherbibel schreibt, und verwirrt die Gewissen nicht. Verwirrt die Gewissen nicht. Denn letztlich ist entscheidend, was Paulus uns in Römer Kapitel 14 und Vers 5 sagt. Und zwar zu Ende dieses Verses, ein jeder soll in seiner Meinung gewiss sein. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Nun, andere übersetzen diese Stelle wie folgt. Die Zürcher Bibel schreibt, jeder soll in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt sein. Die Potluck Bibel sagt, so sei ein jeder in seiner Meinung voll überzeugt. Und die Gute Nachricht schreibt, es kommt darauf an, dass jeder nach seiner Überzeugung handelt. Und so lesen wir dann auch, was Paulus in Römer Kapitel 14 weiter sagt, in Vers 4 zunächst. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen.
so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Und jetzt Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Also auch hier wiederum geht es darum, wir sollen nicht etwas tun, von dem wir wissen, dass unser Bruder daran Anstoß nimmt und dass er dazu aber dann verführt werden könnte, das Gleiche zu tun, was wir tun, nur dass er eben, weil er noch schwach im Glauben ist, seine Gewissensüberzeugung verletzen würde. Wie Hermann Hesse einmal gesagt hat, gewonnen hat immer der, der lieben, dulden und verzeihen kann, nicht der, der besser weiß und aburteilt. Ich möchte hier kurz auf einige wenige biblische Beispiele eingehen, die uns etwas sagen können über Gewissensüberzeugung und daraus resultierenden Handlungen. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie die Apostel Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gestellt wurden. In Apostelgeschichte 4, Vers 18 verbietet der Hohe Rat Petrus und Johannes im Namen Jesus zu predigen. Aber schauen wir uns an, was der Apostel als Antwort gibt in Vers 19. Apostelgeschichte 4 und Vers 19. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und die Zürcher Bibel übersetzt, denn es ist uns unmöglich, nicht zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und dann gab es weitere Konflikte mit dem Hohen Rat, und so sagt Petrus dann in Apostelgeschichte 5 und in Vers 29, die berühmte Stelle, die wir uns alle, wie ich so sagen könnte, hinter die Ohren schreiben sollten, Apostelgeschichte 5 und Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sehr wichtig. Nicht so zu leben, wie alle anderen es tun, nur weil alle anderen es tun, sondern so zu leben, wie Gott es von uns verlangt. Und wenn es da zu einem Konflikt kommt, muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen, ungeachtet der Konsequenzen. Aufgrund dieser Überzeugung predigten die Apostel das Evangelium. Und wir lesen dann, dass die Männer des Hohen Rates sie gehen ließen, nachdem sie sie gegeißelt haben und nachdem sie ihnen geboten haben, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Sie aber gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und wir lesen, dass sie nicht aufhörten, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Sie folgten ihrem Gewissen, das auf Gottes ausdrücklicher Anweisung beruhte, und sie predigten das Evangelium trotz des Verbotes der etablierten religiösen staatlichen Autorität. Wir lesen eine interessante Stelle im Buch Jeremia. In Jeremia Kapitel 35 wird von den berühmten Rechabitern gesprochen. Das waren Juden, die dem Gebot ihres Vaters gehorcht hatten, keinen Wein zu trinken. Nun, die Bibel sagt nicht, dass wir keinen Wein trinken dürfen, im Gegenteil. Man soll es natürlich mit Maßen tun, aber hier war ein Gebot, das die Rechabiter erhielten hat von ihrem Vater, keinen Wein zu trinken. Und natürlich sagt uns die Bibel auch nicht, ihr müsst Wein trinken und wenn ihr keinen Wein trinkt, dann begeht ihr eine Sünde. So lesen wir jetzt in Jeremia Kapitel 35, dass Gott dem Jeremia gebietet, den Rechabitern Wein zu trinken zu geben. Das war dies ein Test. Gott wollte hier etwas deutlich machen. Und so lesen wir in Vers 6 von Jeremia Kapitel 35. Die Antwort der Rechabiter. Wir trinken keinen Wein. Denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten, ihr und eure Nachkommen sollt niemals Wein trinken. Und sie sagen sie dann später, dass wir der Stimme unseres Vaters gehorchen, dass wir keinen Wein trinken unser Leben lang. Nun, war Gott über diese Antwort erbost. Letztendlich hatte er jetzt Jeremia gesagt, setz denen Wein vor. Die sollen jetzt Wein trinken.
Die Rechabiter sagten dem Propheten Jeremia, nein, wir tun das nicht. War Gott darüber erbost? Lesen wir die Verse 18 und 19. Jeremia 35, die Verse 18 und 19. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht habt und alle seine Gebote gehalten und alles getan, was er euch geboten hat. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, es soll dem Jonadab, dem Sohn Rechabs, niemals an einem Mann fehlen, der vor mir steht. Das Ganze war ein Test. Gott wollte dadurch zeigen, dass die Rechabiter ihrem Vater gehorchten, wohingegen die Juden es sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Er hat sie also als leuchtendes Beispiel hingestellt, wie man gehorchen kann. Und die Juden haben also, wie gesagt, nach wie vor sich geweigert, Gott zu gehorchen. Aber der Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist folgender. Die Rechabiter, ihrer Gewissensüberzeugung folgend, dass es richtig war, ihrem Vater zu gehorchen und keinen Wein zu trinken, wurden hierfür von Gott ausdrücklich gesegnet. Nun, wie hätten sie als Zuschauer dieser Szene möglicherweise reagiert? Hätten wir die tiefsitzende Überzeugung der Rechabiter begrüßt oder verurteilt, dass sie sich weigerten, Jeremias Aufforderung zu folgen, Wein zu trinken? Und anders gefragt, hätten sie ebenso gehandelt wie die Rechabiter? Oder hätten sie gesagt, nun, da Jeremia, der große Prophet Jeremia, auf Gottes Geheiß denen Wein vorsetzt, da mussten natürlich dann den Wein trinken und die Gebote ihres Vaters übertreten. Sehen Sie das Prinzip? Das sind schwere, weitreichende, bedeutungsvolle Fragen, die wir uns alle stellen sollten. Wenn wir unser Wort geben, müssen wir unser Wort halten. Wiederum egal, was die Konsequenzen sein mögen. Ich möchte zum Abschluss noch ein weiteres Beispiel anführen. Ein sehr interessantes Beispiel, das findet sich im 1. Könige, Kapitel 13. 1. Könige, Kapitel 13. Und ich möchte hier, um Ihnen den Zusammenhang zu verdeutlichen, die Stelle einmal vorlesen, angefangen mit Vers 11. 1. Könige, Kapitel 13, angefangen in Vers 11. Und ich lese bis Vers 26. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel. Zudem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war. Das war ein Prophet, den Gott gesandt hatte, um eine gewisse Aussage zu treffen. Und jetzt ging er zurück, der von Juda gekommen war, wie es heißt. Dieser Mann Gottes, der hat also jetzt diesen Weg eingeschlagen, von Juda aus. Vers 13. Er aber sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, da ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm, bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach, ja. Vers 15. Er sprach zu ihm, komm mit mir heim und iss Brot mit mir. Er aber sprach, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort. Denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn, du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken, du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Also hier auch ein Gebot, diesmal sogar von Gott, der ihm gesagt hat, trink kein Wasser, iss kein Brot, bis du wieder in deiner Heimat bist. Er aber sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin, führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte, und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war, und so spricht der Herr, weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat, und umgekehrt bist, Brot gegessen hast, Wasser getrunken, an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Und sein Leichnam blieb auf dem Wege liegen, und der Esel stand neben ihm, und der Löwe stand neben dem Leichnam.
Vers 25, und als die Leute vorübergingen, da sahen sie den Leichnam auf dem Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Als aber das der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, sprach er, es ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben, der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. Nun, ich will jetzt nicht unbedingt auf diesen Propheten eingehen, ein absoluter Heuchler, der diesen Mann Gottes belog und warum er dies getan hat, was die Motivation gewesen sein mag. Es geht mir hier um den Mann Gottes. Dieser Mann hatte eine Anweisung erhalten von Gott, ein Gebot, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten und sich eben auf andere Weise nicht zu verhalten. Und dann kam jetzt dieser Prophet und er hat ihn angelogen und er hat gesagt, ja, du brauchst aber jetzt das Gebot Gottes nicht mehr zu halten. Ich bin auch ein Prophet und ich habe die Autorität, im Namen Gottes zu sprechen. Und ich sage dir, du brauchst Gottes Gebot nicht mehr zu halten. Und dieser Mann Gottes hat dem geglaubt. Und er hat jetzt auf die Stimme des Propheten gehört und hat das Wort Gottes abgelehnt und hat dann das Gebot Gottes übertreten und ist dafür von Gott bestraft worden. Die Frage, die ich zu Abschluss Ihnen stellen möchte, ist folgende. Wie hätten Sie gehandelt, wenn Sie an der Stelle des Mannes Gottes gewesen wären? Hätten Sie Ihre Überzeugung, dass Gott Ihnen bestimmte Gebote gegeben hat, beiseite geschoben, wenn Ihnen ein Prophet gesagt hätte, diese Gebote sind heute für Sie nicht mehr gültig? Wenn es sich um einen Priester gehandelt hätte, um einen Pastor, um einen hochstehenden Geistlichen, um den Papst? Wie würden Sie reagieren, wenn jemand sagt, ich spreche mit der Autorität Gottes und ich sage Ihnen, Sie brauchen die Gebote Gottes nicht mehr zu halten? Was wäre Ihre Reaktion? Lassen Sie mich mit ein paar Zitaten von Hermann Hesse schließen. Er sagt, ich glaube, dass ich für die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Lebens nicht verantwortlich bin, dass ich aber dafür verantwortlich bin, was ich selber mit meinem eigenen einmaligen Leben anfange. Jeder von uns muss für sich selber finden, was erlaubt und was verboten ist. Ihm verboten ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für die Kirche des ewigen Gottes.